Sicht von St. Pauli. Darmstadt ist reaktionsschnell. Dieser lange Ball kommt jetzt von Jasula, findet Tietz. Der nun gegen Medic. Davon profitiert Manu. Rein damit, zweiter Saisontreffer des quirligen kleinen Mannes. Knappe halbe Stunde ist um. Es wird eine Weile dauern, bis dieser Treffer tatsächlich zählt. Denn die Frage ist, steht Manu möglicherweise im Abseits? Deshalb eine lange Überprüfung und auch die Proteste von St. Pauli. Aber es war alles korrekt, denn der Ball, das werden wir jetzt sehen, kommt von Medic selbst. Und damit ist der Weg für Manu korrekt frei zum Tor. St. Pauli kalt erwischt von den Darmstädtern.